Ja, grüßt euch. 70% der US-Wähler haben zu Trump gewählt. Eindeutiges Signal. Ich habe mich gestern auf dem Telegram-Kanal geäußert über diese Geschichte und auch über das Verhältnis nach Deutschland. Also meine Einschätzung ist, dass die deutsche Regierung, also diese woke Ideologie da in Deutschland, dass die am Ende ist. Dass die auch mit Trump nicht klarkommen und deswegen auch mit dem Grund ist, dass sie sich auflösen. Wenn wir das nächsten Tage sehen, wenn wir halt eine Regierung haben, die in Auflösung begriffen ist. Ich habe sehr viele queere Gedanken, also so, ich habe im Laufe meines Lebens auch Quellen erforscht, privat, Leute befragt. Ich habe eine sehr ungewöhnliche Sichtweise über Geschichte. Und um das Ganze zu erklären oder mal darzustellen, das dauert Stunden oder 20 oder 30 Minuten. Zu lang für jemanden, der das jetzt gerade anschaut und denkt, naja, lass ihn mal reden. Aber mir erstmal ein Kernsatz heute beim Aufräumen der Küche. Doch im Kopf gegangen. Ich habe mir es sogar aufgeschrieben, jetzt gerade. Transatlantische Fehleinschätzungen sind Voraussetzungen einer dominanten russischen Episode. Also praktisch die, wir mischen uns in Europa nicht ein. Deswegen macht mal die Europäer, macht mal. Wir wollen da keine fremden Kriege mitmachen und so. Macht mal. Hilft jedes Mal den Russen. Die sind ja zweimal schon, haben die praktisch einen großen Krieg angefangen. Ja, der Erste Weltkrieg wurde ausgelöst durch die zaristische Armee. Der Zweite Weltkrieg war der große, große Auslöser, dass es ein extrem großer Krieg wird. Die Einmischung der Sowjetunion gegen Deutschland. Und das Ganze zu erzählen, bräuchte ich Zeit dafür. Ich habe bei der Geschichte mit den Angriffsplänen der sowjetischen Armee gegen Deutschland und zum Beispiel Belgien oder Dänemark, habe ich einen Zeuge als Kind oder als Jugendlicher gehabt, der hat direkt diese Aufmarschpläne oder Karten gefunden in den ersten 48 Stunden bei dem Krieg gegen Russland. Ich habe auch mit der Familie vom Militärattaché, vom Ribbentrop, also ein General, der die rechte Hand war von Ribbentrop, der bei den Verhandlungen mit zwischen Ribbentrop und Molotow, also deutsche Regierung, sowjetische Regierung, mit dem habe ich mich auch privat getroffen und er hat mir ein paar Sachen auch erzählt. Verhältnis von Generalstab zu diesem Reichskanzler Hitler da und die Missverständnisse und und so weiter. Ganz viele Informationen bekommen. Für mich ganz wichtig. Aber wie gesagt, wir sind jetzt nochmal in diesem Verhältnis, was Amerika jetzt gerade ist. Die haben, das war ein paar lockere Sprüche abgelassen und das hat eine Katastrophe ausgelöst im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Es sind da durch diese blöden, unbedachten Äußerungen sind da 80.000 Leute mehr gestorben. Deswegen haben wir auch eine ziemlich harte Auseinandersetzung gerade in diesem Krieg. Leider. Den Krieg kann man stoppen. Das können nur Politiker machen. Und zur Politik gehört auch Geostrategie. Und es gibt hier in Deutschland, ich kenne niemanden, die sind entweder so diese SPD und grüne Sache, die sind woke, irgendwie diffus, ja, aber wollen nicht weiter sich überlegen. Und wir haben dann diese blauen, ja, diese blauen Schlümpfe, die so, oh, Russland, unser Freund, ja, habe ich das schon höher.
Also mit dieser Volksrepublik Donetsk-Fahne rumlaufen. Das sind Leute, die sind nicht souverän zu Deutschland. Ja. Ich möchte in Deutschland, was eigenständig ist. Und dazu gehören einfach geostrategische eigene Gedanken. Auch Missverständnisse oder Fehleinschätzungen offen darüber zu reden. Und es gibt ein eindeutiges imperiale Verhalten der Russen gegenüber von Europa. Das haben sie seit dem Ersten Weltkrieg und haben das auch bis jetzt nicht aufgegeben. Und es gibt, wie gesagt, fast niemand, der sich in Deutschland ernsthaft über diese Themen, die ich jetzt hier so präsentiere, Gedanken macht. Es gibt eine ganz dünne Schicht an Leuten, die machen das, aber es gibt zu viele Leute, die irgendwelchen wirren Zeug hinterherlaufen, was es gar nicht gibt. Ja, es gibt nicht diese Friedens- und Freundschaftsmacht Russische Föderation und es gibt auch nicht irgendwie, wir sind alle woke und es werden dann Transgender-Leute verfolgt in Russland, deswegen brauchen wir Demokratie. Also, das ist ein wirres Zeug, was die Leute da erzählen. Wir brauchen handfeste politische Entscheidungen. Und das müssen wir erstmal auch lernen, deswegen mache ich auch diesen Kanal. Ja. Wie gesagt, ich bin da ein harter Hund. Ja, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung und ich lasse mir das einfach auch nicht wegnehmen, meine Erfahrungen. Und ich werde es auch in diesem Kanal vielleicht Stück für Stück präsentieren. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören. Das wird eine hochinteressante Zeit. Macht was draus, macht eigene Gedanken und ich warte auf euch. Bis dann.